Hallo und herzlich willkommen. Hallo Luca, willkommen zum Market Roundup. Wir sprechen heute wieder über die wichtigsten Themen am Markt und es gibt ein bisschen was zu erzählen. Das Thema heute, und das werdet ihr gleich sehen, ist ein wenig alles auf Anfang, denn gefühlt sind die Sorgen der letzten Wochen wieder vergessen. Wir rennen wieder Richtung alte Allzeithochs und das eigentlich global auf den Märkten vertreten. Letzte Woche einige positive Indikatoren zum Thema US-Wirtschaft, zum Thema ja, Leitzinssenkungen, aber ich erzähle jetzt schon zu viel. Lasst uns einfach reinspringen in den Bereich Marktupdate. Und womit wir immer starten, ist einmal der Blick auf den DAX. Und hier ist es eigentlich ziemlich schön eingezeichnet. Wir sehen einen schönen Aufschwung in der letzten Woche. Man sieht den Wochenstart hier wieder markiert mit dieser blauen Linie. Und was wir schön sehen können, ist, dass wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 grüne oder in dem Fall hier blau, also positive Tage hintereinander haben. Das heißt, wir haben schon eine schöne exponentielle Form eigentlich hingelegt aus der Erholung. Also hier wirklich deutlich und schnelle Erholung. Wenn man sieht, wie schnell es natürlich nach unten ging, ist das auch eine deutliche und schnelle Erholung, kann man sagen. Und das, obwohl die Daten in Deutschland jetzt nicht beeindruckend gut waren, muss man sagen. Der ZEW-Indikator, gucken wir uns gleich nochmal an, war deutlich tiefer. Das ist ein Konjunkturerwartungsindikator, der also für die Konjunktur in Deutschland oder die Erwartungen der Konjunktur in Deutschland ja einmal abbildet. Wir sehen trotzdem, wie gesagt, eine deutliche Erholung und wir sehen diesen Trendwechsel ebenfalls in einigen technischen Indikatoren. Wir sehen es hier im RSI, wir sind gekreuzt und laufen deutlich wieder in ein positives Segment rein. Auch der MACD jetzt wieder mit positivem Umschwung, sogar mit relativ deutlichem Volumen jetzt in der positiver Richtung. Also mal schauen, wir sind natürlich noch nicht auf den Allzeithochs, aber wir nähern uns ihnen doch relativ schnell an. Wir haben noch eine relativ starken Widerstand hier bei den 18.500 Punkten ungefähr. Deswegen dümpeln wir heute. Man sieht es auch schon so ein bisschen eigentlich nur hin und her. Es ist nicht wirklich viel Volumen da. Gestern war auch schon ein sehr ruhiger Tag, aber wir haben noch ein paar Potenziale diese Woche, denn einiges steht noch an Quartalszahlen an. Hier sieht man das nochmal, den ZEW-Indikator. Wir sind hier im August, jetzt im Vergleich zum Juli. Das sind immer quasi Monatspunkte, die hier abgebildet sind. Einen ganz deutlichen Schritt nach unten gekommen. Wir sind jetzt hier wieder bei 19,2 Punkten. Nähern uns also dieser Nulllinie wieder ab. Und da muss man sagen, bestätigt sich aktuell das Bild in der Richtung, ja, dass die Konjunktur in Deutschland einfach ein extremes Vertrauensproblem hat. Die Erwartungen in die Konjunkturentwicklung kommen einfach nicht in Schwung. Wir nähern uns natürlich immer wieder so schwunghaft Hoch und Tiefs an, aber ja, der Rezessionsgedanke in Deutschland verfestigt sich da noch mehr. Und wir sind jetzt hier noch bei 19,2 Punkten. Wie gesagt, man sieht zuvor, waren wir noch knapp unter 50, so bei, ich glaube, 38 Punkte waren es ziemlich genau. In dem Fall ein deutlicher Abschwung. Mal gucken, was so diese Woche noch die letzten Wirtschaftszahlen bringen. Dafür positiv entwickelt, zumindest für alle längerfristigen Investoren oder auch für zukünftige Hausbauer oder ähnliche größere Investitionen, wo die 10-jährige Bundesanleihe, also die langfristigen Zinsen, relevant wären, denn die verharrt auf tiefem Niveau. Das sieht man hier unten. Das heißt, für alle, die langfristig wieder sich Geld leihen wollen oder langfristig am Kapitalmarkt intensiv investiert bleiben wollen, die könnte dieser Fakt hier freuen, denn weitere und schnellere Zinssenkungen werden immer wahrscheinlicher. Jetzt auch im Rahmen der EZB, zwei Zinssenkungen sind hier noch erwartet in diesem Jahr. Ähnlich wie bei der Fed, dort ist man sogar noch ein bisschen positiver und man sieht, dass dieser Trend, der hier angesetzt ist, eben nicht sich wieder nach oben hin vollzogen hat in den letzten Wochen. Also wir verharren auf tieferem Niveau und haben nicht so eine Erholung wie hier im Aktienmarkt gesehen. Und das spricht aktuell dafür, dass sich die Zinsstrukturkurve wieder etwas positiver entwickelt. Also wir sehen eigentlich eine Korrektur, eine weitere Annäherung der zweijährigen, fünfjährigen und zehnjährigen Bundesanleihe und hoffen da auf eine Normalisierung der Zinsstrukturkurve. Ein Blick in den S&P 500, hier jetzt nochmal der 15. Juli markiert, denn wir sehen, das ist so der letzte Hochpunkt eigentlich gewesen. Oder kurz vorm letzten Hochpunkt hier am Montag, jetzt knapp einen Monat her und da seitdem ist viel passiert, aber wir sind ungefähr wieder jetzt auf gleichem Niveau angekommen, also deutlicher Abschwung. Und beim S&P 500 muss man sagen, haben wir ebenfalls 5, 6 Tage in Folge mit positiven Zahlen, insbesondere getrieben auch durch den Chipsektor, das sehen wir gleich im Nasdaq. Ebenfalls, wie gesagt, fast zurück auf alten Hochs und hier muss man sagen, ist das Ganze auch ziemlich stark untermauert worden durch positive Inflationsdaten. Die waren niedriger als gedacht. Kommen wir gleich nochmal zu.
positive Entwicklung der Einzelhandelsumsätze und dementsprechend auch als Gesamtkonglomerat eigentlich die 3 Zinssenkungen, die in der Fed noch dieses Jahr erwartet werden. Also ab September quasi jeden Monat eine Zinssenkung, 0,25% Schritte, würde dann doch relativ signifikant sich äußern. Und das sehen wir dann gleich auch nochmal in den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Hier nochmal der Blick wirklich auf die US-Inflation, denn die hat sich deutlich jetzt schon verbessert, natürlich über die letzten Monate, zeigt jetzt aber in vielerlei Hinsicht wirklich eine etwas stärkere Normalisierung, also ein Gleichschritt in die richtige Richtung. Die Kerninflation kommt deutlich zurück, was ein sehr positiver Indikator ist. Die Gesamtinflation ist ja schon etwas länger rückläufig, jetzt wie gesagt nochmal um 0,1 Prozentpunkt nach unten gefallen. Insbesondere ja, die Waren sind aktuell der Part, der das Ganze deutlich nach unten zieht, und auch das Thema Mietinflation ist relativ beständig auf einem Abwärtspegel. Also wir haben eigentlich das Kernproblem weiterhin mit der Dienstleistungsinflation, die uns ja seit längerem so ein kleines Dorn im Auge ist, zumindest was das Thema US-Inflation betrifft. Aber ja, wie gesagt, die Waren und auch die Mietinflation haben das Ganze durchaus weggemacht und dementsprechend ja auch die Core-CPI, also die Kerninflation, hier rückläufig. Dann wurde letzte Woche auch mal darauf aufmerksam gemacht, es gibt doch den SAM Recession Indikator, wollen wir uns den nicht nochmal angucken? Und ja, wir haben es gemacht, hier ist er einmal. Was sagt dieser Indikator aus, Luca? Genau, der SAM Recession Indikator sagt aus, quasi ist ein Frühsignalindikator, der angibt, ob eine potenzielle Rezession kommt. Und das war jetzt in dem Fall, der wurde gehittet oder getroffen nach den schlechten Zahlen auf dem Arbeitsmarkt. Genau. Ja, genau. Was kann man eigentlich hier in diesem Indikator ablesen? Wie Luca schon gesagt hat, im Kern geht es darum, steht eine Rezession bevor oder nicht? Woran macht man das ab? Ja, zum einen am Wirtschaftswachstum und zum anderen natürlich daran, wie sich die Jobs verhalten. Denn auch wenn es natürlich immer mehr Arbeitslose gibt, spricht das dafür, dass die Unternehmen sparen, dass die Unternehmensgewinne nicht in die richtige Richtung laufen. Also, dass man potenziell hier auch ein Abnehmen der Wirtschaftsleistung hat. Und dementsprechend ist hier die Idee, man nimmt den 3-monatigen Durchschnitt der nationalen Arbeitslosenquote und setzt diesen in den Vergleich quasi der letzten 12 Monate. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Also man sieht hier diesen Durchschnitt. Man sieht jetzt, dass wir über diesen Durchschnitt gestiegen sind. Und das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass wir in eine Rezession laufen. Jetzt muss man sagen, die Erfinderin dieses Indikators ist selber noch ein bisschen skeptisch, aber sie sagt, wenn wir weiterhin in diesem Momentum bleiben, würden wir in eine Rezession laufen. Im Kern sagt das Ganze auch eigentlich nichts anderes aus, als ja, dass wir mittlerweile in einem relativ schnellen Schwung sind, was die Arbeitslosenquoten betrifft. Wir wissen, die ändern sich immer in den nächsten Tagen nach oben und unten ab, aber im Kern ist das ja hier die Meinung, und worauf man eigentlich hinaus will, ist ja, dass man die Fed jetzt wirklich auffordert, die Zinsen zu senken im nächsten Monat, da wir sonst halt weiter potenziell in so ein Momentum laufen und dass wir uns dann wirklich in einer Rezession begeben. Ist einer von vielen Indikatoren. Ich komme später nochmal auf einige weitere zu sprechen, denn es gibt natürlich immer viele, die das Thema Rezession ansprechen. Das ist jetzt einer, der sehr stark auf diese Arbeitsmarktdaten, auf diese Arbeitslosenquoten zielt. Es gibt später noch einige, die auch mehr auf die Handelsumsätze in den USA abzielen. Springen wir nochmal weiter zum Thema Volatility Index, denn da gab es letzte Woche auch einige Fragen dazu. Im Kern kann man eigentlich sagen, dass der ja die Volatilität in den nächsten 30 Tagen impliziert, also die Volatilität für die nächsten 30 Tage vorhersagen möchte. Das ist zumindest das Ziel dieses Indexes. Das kann er natürlich nie. Und was ja am Ende gezeigt wird, ist das, was die Marktteilnehmer schätzen, insbesondere hier auf dem Optionsmarkt. Und was man deutlich sehen kann, ist natürlich mit diesem Black Monday, den wir hier gesehen haben, dass die Volatilität extrem angezogen hat, weil wir so eine große Unsicherheit am Markt hatten. Das heißt, niemand hatte wirklich ein Gefühl dafür, wo wir eigentlich hinsteuern, ob es nicht jetzt wirklich richtig bergab kracht, so wie wir es in der Corona-Zeit gesehen haben, oder ob wir uns doch eher wieder in ein gemäßigteres Umfeld bewegen. Weil was passiert ist, wissen wir natürlich jetzt. Also wir sind deutlich wieder zurückgekommen. Wir sind wieder in einem gemäßigteren Umfeld.
Was man aber deutlich sagen muss, und das sehen wir auch an einigen Quartalszahlen der letzten Wochen, die Märkte sind immer noch unsicherer, immer noch volatiler und dieses Niveau ist auch immer noch deutlich über dem, was wir eigentlich im Rest des Jahres gesehen haben hier seit März. Also wir bewegen uns trotz Sommerloch hier auf weiteren erhöhten Volatilitäten. Auch wenn sie wieder abnehmen, sehen wir, dass sich hier unten gerade so bei den 15er Schwelle so einen Boden bildet und dementsprechend ja, merkt man auch, dass die Märkte immer noch ein bisschen zittern und auch einen sehr starken Fokus natürlich auf das legen, was die Fed macht. Aktuell scheint es zumindest so, und das ist das, was der Markt erwartet, dass Zinssenkungen jetzt wirklich wahrscheinlicher werden. Jetzt müssen wir an der Stelle sagen, das Ganze gab es Ende letzten Jahres auch schon mal. Hier war die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen sehr stark für dieses Jahr schon eingepreist. Zwischenzeitlich hat man hier gedacht, es gibt gar keine mehr diesen Jahres. Jetzt reden wir von, wie gesagt, 3 Zinssenkungen in diesem Jahr. Kernpunkte, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, Inflationsraten gehen nämlich zurück. Die Dienstleistungsinflation ist zwar noch leicht erhöht, aber Waren- und Mieteninflation ist weiter rückläufig. Kerninflation ist weiter rückläufig. Die Wirtschaft braucht auch noch einen kleinen Schwung und dementsprechend wird die Wahrscheinlichkeit hier doch höher. Aber ja, wir wissen, was passiert, wenn es nicht so kommt. Ist ja auch durchaus eine Änderung im Marktsegment wieder möglich und dann wird der Rezessionsgedanke, den mittlerweile von einigen Bankern in den USA auf über 50% Wahrscheinlichkeit geschätzt wird, doch wieder wahrscheinlicher. JP Morgan ist da sehr weit vorne mit dabei, die als Gesamtbank hier eine sehr hohe Rezessionswahrscheinlichkeit einpreisen. Noch ein Blick auf den Dow Jones, denn hier kommen wir dann wieder zurück zur alten These. Der Dow Jones ist ebenfalls wieder zurück auf fast alten Hochs. Natürlich deutlich weniger volatil. Wir haben eine deutliche Stabilität auch hier gesehen, was die Bodenbildung betrifft. Der defensive Sektor hat den Markt quasi, insbesondere den Dow Jones an der Stelle, sehr stark stabilisiert. Auch zuletzt in der letzten Woche eine gute Marktbreite und man muss sagen, positive Quartalszahlen hier auch aus dem Dow Jones und dementsprechend ebenfalls jetzt hier 5 Tage mit positiven Zahlen. Man nähert sich hier wieder den 41.000 Punkten an, ist wieder oberhalb der 40.000er Schwelle, also der Dow Jones weiterhin eigentlich in einem stabilen Aufwärtstrend, mittlerweile auch mit einigen Unterstützungen, die den Index hier potenziell halten könnten. Ein bisschen volatiler im Nasdaq 100, kein Wunder, dort war ja viel, viel los, auch in der letzten Woche, da war ja zwischendurch positive und negative Zahlen immer mal wieder im Wechsel, auch durchaus im Tageswechsel. Insbesondere Chip-Aktien waren es aber jetzt, die den Sektor insbesondere gestützt haben. Nvidia hat, glaube ich, in der letzten Woche wieder über 20% in Summe zugelegt. Auch weitere große Chip-Titel, die wieder Erholung gezeigt haben. Gestern gab es die Nachricht von AMD mit weiteren Übernahmen und mit der Vision, Nvidia ein Stück näher zu kommen. Also dort wird weiterhin viel Geld investiert und das stützt am Ende den Gesamtindex. Auch hier drehen die Indikatoren schon sehr, sehr deutlich in ein positives Momentum und man sieht das Ganze so ein bisschen in der Bracket-Phase hier und auch der Nasdaq 100 bewegt sich jetzt wieder auf diese Bracket-Schwellen zu, ist noch nicht über die 20.000-Punkte-Schwelle gekommen, dieser Widerstand, der liegt quasi noch vor dem Index und da wird es auch wahrscheinlich in dieser Woche nochmal ein bisschen rumpeln und knacken, denn einiges an Zahlen steht dort auch noch bevor. Spannend ist es übrigens auch wieder beim Russell 2000, denn der hat sich ebenfalls wieder erholt und auch in dieses obere Bracket hier gelaufen. 2100 Punkte wurden hier wieder geknackt. Das heißt, man ist wieder in diesem Momentum, was man eigentlich im Juli erst aufgebaut hatte, um jetzt mal den Schwung nach oben zu nehmen. Und wir wissen es, der Russell 2000 profitiert insbesondere von einer leichteren, also einer freieren Geldpolitik, kann man sagen. Also weniger hohen Zinsen und das ist auch das, was hier durchaus mit eingepreist ist. Das heißt, der Russell 2000 und die kleineren Unternehmen könnten durchaus von einem sich wieder bessernden Wirtschaftsumfeld profitieren. Weitere Erholung auch beim Nikkei 225. Hier kann man sagen, sind wir auch in dieses obere Bracket wieder reingelaufen. Insbesondere der Nikkei lebt ja sehr gerne davon, dass er sich nach einem Schwung nach oben und unten eigentlich in Seitwärtsphasen oder das ist in Seitwärtsphasen verharrt. Es hat mir hier einen deutlichen Abfall nach unten. Ja, und dann doch einige Erholungen, plus 9% nochmal in der letzten Woche. Die Märkte stabilisieren sich. Die Quartalszahlen waren eigentlich auch sehr positiv, denn der Yen war ja doch bei vielen Exportunternehmen sehr beliebt auf diesem niedrigen Niveau, denn er hat die Exporte angekurbelt. 70% der Quartalszahlen lagen dann über den Erwartungen. Das heißt, auch hier deutet sich zumindest eine Stabilisierung an, auch wenn der Markt immer noch recht unsicher ist.
weiterhin wenig los ist übrigens beim Hang Seng. Da muss man sagen, ist einfach nicht viel Volumen drin aktuell in China. Wir haben auch alles ungefähr in dem Rahmen der Erwartungen dort gesehen. Zuletzt auch die Wirtschaftsdaten im Rahmen der Erwartungen. Jetzt haben wir hier ungefähr den gleitenden Durchschnitt als Widerstand, diesen alten Aufwärtstrend hier oben als Widerstand. Aber man sieht die kleinen Kerzenkörper hier aktuell in China. Es herrscht auch sehr viel Unsicherheit im Markt. Die großen Hedgefonds, wurde jetzt zuletzt bekannt, haben in den letzten anderthalb Jahren große Positionen auch in China abgegeben und dementsprechend, ja, ist der Markt aktuell einfach nicht so beliebt, aber so eine leichte Erholung steht hier zumindest aktuell rein technisch in den Büchern. Musik.